Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, der Applaus ist nicht für mich, der Applaus für Jonathan Carré, der hier gerade auf der Rennbahn in Rettwig einen kleinen Zusammenbruch hatte und jetzt aber glücklicherweise doch alles in Ordnung ist nach seinem Sieg im dritten Rennen in Rettwig. Aber wir wollen heute hier aus Rettwig natürlich ganz kurz auf die morgige V75 hinweisen, denn morgen findet in Dannerow die V75 statt mit dem Kaltblutkriterium für Stuten und für Hengste und Malache. Auch wenn wir heute eine riesige Jackpot-Jagd haben mit unserem 4 aus 6 High Roller V75 System, wollen wir natürlich auch morgen angreifen. Morgen gibt es eine V75 aus Dannerow. Dannerow, eine Bahn in Kramfors, circa 100 Kilometer nördlich von Sundsvall gelegen. Eine sehr, sehr schöne Bahn, die für die Kaltblüter auch natürlich besonders interessant ist, weil dort das Kriterium dieses Jahr ausgetragen wird. Dort wurden unter anderem so Talente wie Techno Viking oder auch Hot Heracles bereits bekannt und haben diese großen Rennen dort gewonnen. Und wir wollen natürlich am morgigen Tag dort angreifen. Morgen heißt es also wieder V75 Jörns Swedish Racing World System. Wir laden euch herzlich ein, bei der Tippgarage dabei zu sein. Der Tipp wird morgen früh bei www.hufworld.de im Forum zu finden sein. Also morgen könnt ihr den Tipp sehen. Er wird ungefähr 115 Anteile, à 10 Euro kosten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann heißt es morgen V75 aus Dannerow mit dem Kaltblutkriterium und dem Sto-Kriterium für Kaltblüter aus der Rennbahn in Dannerow. Ich freue mich auf euch, seid dabei, Jörns Swedish Racing World. Denkt dran, liken, abonnieren und dabei sein. Und jetzt drückt mal die Daumen für unser High Roller 4 aus 6 Tippgemeinschaftssystem V75. Bis dann.